Vielen Dank für die Einleitung und vielen Dank für die Einladung hier zu eurem Anlass. Mich freut es natürlich unglaublich, dass im Zusammenhang mit gemeinsam weiterkommen an die Ernährungsberatung gedacht wird. Ihr seht, gemeinsam mehr erreichen, nicht nur im klinischen Alltag, sondern eben zum Beispiel auch bei einer Wanderung im Alpstein. Zuerst habe ich versucht aufzuführen, wo wir interprofessionell tätig sind. Ich arbeite, wie Sie gehört haben, im Unispital Zürich. Und da haben wir sehr viele verschiedene Arten der Zusammenarbeit und auch mit verschiedenen Teams. Einerseits das ambulante Setting, vielleicht vorweg. Also dort ist die interdisziplinäre Zusammenarbeit auch sehr wichtig. Im Zusammenhang mit der Physiotherapie habe ich es vor allem in Mangelernährung, wenn es darum geht, wieder Muskulatur aufzubauen, wenn zum Beispiel die Physiotherapie anruft und sagt, es geht nicht vorwärts, oder auch im Zusammenhang mit Übergewicht. Also ich hatte zum Beispiel mal einen Patienten, der hatte 60% von der Körperoberfläche verbrannt und danach zugenommen, und das Narbengewebe spannt natürlich dann ziemlich fest, sodass er gewisse Übungen in der Physiotherapie gar nicht machen konnte durch die Gewichtszunahme und deshalb für die Gewichtsreduktion gekommen ist. Dann die Betreuung natürlich auf der Pflegeabteilung, die sehr wichtig ist für uns, und die interdisziplinären Behandlungsteam. Die Palliativcare, da habt ihr schon viel gehört im Vortrag vorhin, aber wir sind zum Beispiel auch auf der Intensivstation für Brandverletzte tätig, in Dysphagie-Teams, gerade wenn es um viszeralchirurgische Eingriffe geht, und auch in der Geriatrie. Ich habe mir dann überlegt, ja, Physiotherapie, Ernährungsberatung, was ist so das Hauptthema oder weshalb werden wir am meisten angesprochen oder weshalb fragen, gehen wir häufig auf die Physiotherapie zu, und es ist, wenn es um die Muskulatur geht. Bevor ich zur Muskulatur oder Mangelernährung komme, zeige ich euch noch die Ziele der Ernährungsberatung. Ich glaube, viele schneiden sich auch mit der Physiotherapie. Also es ist der Erhalt, die Stabilisierung und die Verbesserung des Ernährungszustandes, Aufbau von Magermasse, dann die Unterstützung der Wundheilung mit der Ernährung, gute Verträglichkeit der Kost, auch immer ein großes Thema, und Verhindern von Komplikationen. Was ich hier nicht aufgeführt habe, gerade wenn es um die Palliative Care geht, geht es häufig auch darum, einfach die Lebensqualität zu optimieren und eigentlich nicht eine bedarfsdeckende Ernährung zu pushen, sondern viel mehr Druck zu nehmen, zu entlasten. Und in diesem Zusammenhang ist die Education und Beratung sehr entscheidend. Das ist sicher bei euch auch so, wenn ein Patient weiß, weshalb er eine Übung machen soll, was die Hintergründe sind, setzt er sie wahrscheinlich auch besser um. Jetzt im Spital, aber auch im ambulanten Setting gibt es ganz viele Gründe, weshalb jemand nicht isst oder nicht essen mag. Einerseits der Krankheitsstoff, also der Stressstoffwechsel, die ganze Erkrankung, dann immer wieder Nüchternphasen, gerade chirurgische Patienten, diverse Medikamente, sicher auch im ambulanten Setting, sicher auch im Zusammenhang mit eurem Hauptthema, mit den Depressionen und den Ängsten, Schmerzen, Dysphagie, das wurde auch vorhin kurz erwähnt, die ganze Verdauung, Immobilität, die natürlich zu Inappetenz führt, soziale Situationen, und all das führt schlussendlich zur Mangelernährung. Was sind dann die Folgen der Mangelernährung? Es steigert sicher das Infektrisiko, die Wundheilung ist eingeschränkt und die Muskelmasse geht enorm schnell verloren, vor allem halt wenn auch bei bettlägerigen Patienten. Die Hospitalisationsdauer steigt somit, oder die Reha, also die Rehabilitation, wie auch die Kosten, und das Outcome ist wahrscheinlich weniger gut. Ich habe euch ein Beispiel mitgebracht vom Alltag. Es ist ein 40-jähriger Mann mit einem Polytrauma. Ihr seht, normalgewichtig. Wenn er jetzt gesund ist im Büro, dann hat er etwa einen Energiebedarf von 1900 Kalorien, 70 Gramm Eiweiß. Wenn er jetzt aber ein Polytrauma hat und zum Beispiel im Spital liegt, steigt sein Energiebedarf und vor allem auch sein Proteinbedarf. Ihr seht, die Differenz ist enorm. Und wenn ihr jetzt euch vorstellt, er hat dann vielleicht jeden dritten Tag eine Operation und dann bekommt er viele Medikamente, liegt nur im Bett,
hat eigentlich keinen Appetit und soll aber trotzdem deutlich mehr essen, als wenn er arbeiten würde und sich bewegen würde und er gesund ist. Jetzt, was bedeutet das? Ein Frühstück, also ihr müsst euch vorstellen, ihr seid jetzt satt und müsst das alles essen. Also Konfibrot, dann Käsebrot, ein Kaffee, eine Riesenportion Spaghetti Bolognese, ein Salat mit Feta und dann zwischendurch noch Joghurt und ein Canapé. Und unsere Aufgabe ist es, und es ist auch mein Ziel, euch das heute mitzugeben, was ihr machen könnt, wenn ihr Patienten habt, die vielleicht nicht viel Appetit haben und auch halt mangelernährt sind oder untergewichtig oder keine Gewichtszunahme, keine Muskelmassezunahme erfolgen kann, ist, dass man das Ganze modifiziert. Also, er isst zum Frühstück schon viel proteinreicher mit Quark, mit Schokomilch anstatt Kaffee. Dann eine kleine Portion Spaghetti Bolognese, ein Schokomus, ein Süßgetränk, eine Käsewehe und der Salat ist sekundär, also nur eine kleine Portion. Auch da sind Zwischenmahlzeiten notwendig, zum Beispiel eine Trinknahrung und nochmals ein Brötchen. Und was man auch machen kann, und das ist auch eine Empfehlung, die ihr geben könnt, sind Eiweißpulver und Öle. Ich sehe gerade bei der Trinknahrung, die einen verziehen schon das Gesicht. Ich glaube, dort ist es immer ganz, ganz wichtig, wie man es verkauft. Es soll kein feiner Cocktail sein, sondern es ist wirklich halt ein medizinisches Produkt. Und das ist eben auch wieder etwas Wichtiges, dass Interventionen von allen Disziplinen unterstützt werden. Also wenn ihr seht, ein Patient, der sollte Trinknahrungen nehmen, dass ihr auch zusätzlich noch auf den Nutzen verweist. Das hilft sehr. Genau. Dann habe ich hier eine Folie erstellt, die ich denke, könnt ihr auch brauchen für die Praxis. Also was sind Maßnahmen, um die Energie-Proteinzufuhr zu steigern? Also sicher häufige Mahlzeiten, weil viele Patienten mit wenig Appetit, die essen viel kleinere Portionen, merken es vielleicht gar nicht. Und auch Patienten mit Dysphagie, also ein Drittel der Dysphagie-Patienten hört auf zu essen, obwohl er noch Hunger hätte, weil es einfach anstrengend ist mit dem Schlucken. Was helfen kann, ist ein Timer. Jetzt gerade im ambulanten Setting, dass man dem Patienten sagt, stellen Sie sich doch viermal am Tag einen Alarm, der Sie erinnert zu essen. Weil wenn man keinen Hunger hat, wie soll man daran denken? Dann die Mahlzeiten sollten sicher, oder die Konsistenz, dass man sie so anpasst, dass sie auch möglich ist zu essen. Also lieber dann mal weiche Sachen oder mal für eine gewisse Zeit nur flüssige Sachen. Viele Patienten kommen und denken immer, sie müssen alles essen, Gemüse essen, Salat essen. Und das geht aber gar nicht. Also dort auch entlasten und sagen, es ist völlig in Ordnung, wenn sie jetzt 2 Wochen einfach das essen, was am besten geht. Dann die Proteinsupplemente, ihr habt sie schon gesehen. Zum Beispiel die von den Firmen, die ihr kennt, von Nestle, Fresucare, Abbott. Aber es gibt auch im Handel ganz, ganz viele geeignete Proteinsupplemente. Also so diese Milchmixgetränke oder Quark. Das Protein ist ja ziemlich ein Hype zurzeit. Und natürlich geeignete Getränke. Also wie ich vor kurz gesagt habe, wenn jemand Kaffee trinkt oder nur Tee, dann hat das viel weniger Wert jetzt im Sinne auf das Protein, als wenn jemand Milch nimmt oder ein Frappe macht. Und die Mikronährstoffe, die empfehle ich eigentlich nur bei einem Mangel oder wenn jemand über einen Zeitraum von mehr als 2-3 Wochen wirklich die Konsistenz einschränken muss. Dann habe ich noch ein paar Fakten zum Protein, weil da kommen immer viele Fragen von der Physiotherapie. Ja, welches Protein, welche Menge, um welche Zeit? Was uns, glaube ich, allen klar ist, dass wir eine neutrale oder positive Proteinbilanz erreichen müssen, damit auch ein Muskelmasseerhalt stattfinden kann oder eben auch ein Aufbau. Dann eine Portion sollte etwa 10 Gramm sein. Und optimal 20 bis 25 Gramm. Und so eine gute Portion auf dem Teller, ich sage mal ein Drittel Teller, da habt ihr eigentlich schnell 20 Gramm dabei. Dann wichtig ist es, über den ganzen Tag zu verteilen. Es gibt Studien, die sagen, wenn jemand 60 Gramm braucht
Man isst zum Mittag 30 Gramm und zum Nacht 30 Gramm, macht es eigentlich mehr Sinn, dreimal 20 Gramm zu essen, anstatt zweimal 30. Also die Wirkung auf die Muskelproteinsynthese ist deutlich besser. Dann gleich nach der Belastung, weil nach der Belastung ist die Proteinsynthese angeregt, aber die kann bis zu 24 Stunden verstärkt sein, die Muskelproteinsynthese. Deshalb macht es wirklich Sinn, dann immer wieder Proteine zu sich zu nehmen. Das gilt jetzt für Sportler, aber auch für Patienten, die ihr behandelt. Und vor dem Schlafengehen. Weil vor dem Schlafengehen hat der Körper sowieso die längste Zeit, da bekommt er nichts und dann beginnt er abzubauen. Dann ist immer wieder die Frage, welches Protein ist sinnvoll, also welche Proteinquelle. Das Beste ist ein Protein, das reich ist an Aminosäuren, vor allem an essentiellen Aminosäuren, vor allem das Leucin. Und das findet sich vor allem in der Milch wieder. Also Milch ist eine sehr gute Proteinquelle, weil es auch Whey, also das Molkeprotein und das Casein enthält. Dann, was immer mehr der Trend wird, ist das die vegane Ernährung oder auch vegane Proteinpulver. Und dort macht es wirklich Sinn, also wenn ihr die Frage habt, kann ich ein veganes Proteinpulver nehmen, dann ist es wichtig, dass es nicht nur Sojaprotein ist oder nicht nur Reisprotein, sondern ein Gemisch aus diversen Proteinen, pflanzlichen Proteinen, weil jedes pflanzliche Protein hat unterschiedliche Aminosäurenzusammensetzung. Und damit man alle Aminosäuren, essentiellen Aminosäuren zu einem guten Teil bekommt, macht es Sinn, dort ein Gemisch zu wählen. Und da gibt es ganz viele davon. Und es macht auch Sinn, wenn jemand vegetarisch isst oder vegan, dass das wirklich kombiniert wird mit verschiedenen Quellen. Also sei es jetzt Kartoffeln und Linsen oder Ei mit Kartoffeln oder Reis. Dort auch auf die Kombination achten. Dann nicht nur das Protein ist wichtig für den Muskelmasseaufbau, sondern auch das Insulin. Also wenn Insulin ausgeschüttet wird, erhöht sich die Muskelproteinsynthese. Sprich, es macht Sinn, eine kohlenhydratreiche Mahlzeit, also kohlenhydratreich und proteinreiche Mahlzeit, gerade nach der Belastung zu empfehlen. Das muss kein Shake sein, das kann auch ein Birchermüsli sein, das kann ein Frappe sein, eine Schokimilch. Also es muss nicht immer ein Sportsupplement sein. Dann, aber das Allerwichtigste ist die Proteinzufuhr schlussendlich und die Bewegung. Und das sieht man ja ganz häufig bei Patienten, die lange auf der Intensivstation liegen, dass dort der Muskelmasseverlust einfach da ist, wenn kein Input kommt von außen. Und ihr wisst das wahrscheinlich, dass eigentlich jeder Muskel, also die Muskulatur, ersetzt sich in 3 Monaten. Das ist wieder ein neuer Muskel. Und wenn natürlich ein Patient nur liegt, vielleicht noch ein Defizit hat an Kalorien, an Eiweiß, geht das enorm schnell verloren. Also etwas schneller, als sich das Kollagen wieder bildet. Genau. Dann habe ich hier euch noch ein praktisches Beispiel gemacht. Das könnt ihr auch gebrauchen für euren Alltag. Einfach so verschiedene Beispiele. Wie kann man jetzt ein Frühstück eiweißreicher gestalten oder ein Mittagessen oder auch Zwischenmahlzeiten? Und ich denke, da ist es sicher auch nützlich, wenn ihr in der Physiotherapie so einzelne Inputs dem Patienten geben könnt. Dann, worauf muss man sich achten? Also wir empfehlen eigentlich nie mehr als 2 Gramm Protein pro Kilogramm Körpergewicht, obwohl es eigentlich keine Studien gibt, dass mehr Protein schädlich wäre für den Körper, aber das ist so die maximale Menge, die wir empfehlen. Dann sagt man eigentlich, man soll nicht mehr als 40 Gramm auf einmal zu sich nehmen, weil vieles wird dann oxidiert davon und ausgeschieden. Also der Körper kann mit so viel Protein auf einmal gar nichts anfangen. Dann wichtig ist auch zu beachten bei den älteren Patienten, Klienten, die ihr habt, dass dort eine anabole Resistenz vorliegt. Das heißt, dort braucht es wirklich nochmals gute Mengen an Protein pro Portion und über den ganzen Tag verteilt. Denn bei Patienten bei Niereninsuffizienz muss man aufpassen, also da können Protein oder zu viel Proteine auch negative Einflüsse haben auf die Nierenfunktion, also die Nierenfunktion verschlechtern.
Und natürlich bei Unverträglichkeiten ist auch immer das Problem, was man dann dort empfiehlt. Jetzt habe ich eben euch viele Tipps gegeben, was ihr machen könnt, was ihr weiterempfehlen könnt euren Patienten. Wichtig ist einfach auch zu sehen, wann macht es Sinn, eine Ernährungsberaterin einzuschalten oder dem Patienten zu sagen, hey, nimm Kontakt auf mit deiner Ernährungsberaterin und sag deinem Arzt, er soll eine Ernährungsberatung oder eine Verordnung ausfüllen. Und zwar beim ungewollten Gewichtsverlust, dann bei erschwertem Muskelaufbau, wenn die Regeneration sehr lange geht, oder genau bei ernährungsrelevanten Erkrankungen, wenn seitens Patienten viele Fragen sind zur Ernährung und bei Abklärungen zum Einsatz von Supplementen. Sowie auch, wenn ihr Sportler habt, die immer wieder verletzt sind. Also dort geht es dann auch darum, ja, nimmt der Sportler überhaupt genügend Energie zu sich. Also das auch, da macht es wirklich auch Sinn. Jetzt komme ich schon zum Ende. Ich habe, glaube ich, etwas aufgeholt. und zwar, das sind die zwei Homepages, die ich euch empfehle. Einerseits die Swiss Sports Nutrition Society, wo es viele Hot Topics hat zu sportspezifischen Ernährungsthemen und andererseits die Schweizer Gesellschaft für Ernährung. Wenn ihr Fragen habt, also sei es nach dem Vortrag oder im Alltag, dürft ihr mir gerne ein E-Mail schreiben. Genau, dann bin ich jetzt schon am Ende und ihr dürft gerne mit Fragen auf mich zukommen in der Pause.